Das ist ein historischer Moment. Im Angesicht des ultimativen Bösen schließen sich die Völker des geborgenen Landes zusammen. Das muss ich aufschreiben. Da ist Nord-On. Wir müssen Namora dort hinaufbringen. Mach dir den Weg frei. Und dann beende es, Namora. Ja. Namora ist nicht zwangsweise in der Gruppe. Das wird ein bisschen lästig werden. Oh, aber wir sind alle voll geheilt. Das ist angenehmer. So, das heißt, wir können erstmal ordentlich in die Buff-Kiste greifen. Und da müssen wir eigentlich einfach nur durchbashen. Da sollte der Amora uns hinterher rennen. Okay. Neu starten. Einfach durchbrechen ist dann doch nicht so gut. Wenn dann nur mit Tugdi, der Rest muss kämpfen. So war das, glaube ich. Also ja, Tugdi haut den Anführer raus. Du machst mal Umkreisung. Nun. Du haust. Einverstanden. Genau, Namora folgt Tungdil. Ein gutes Training. Schluss damit. Und das war Friendly Fire. Ich schaffe es nicht alleine. Wo ist Gandugar? Ja. Oh, den habe ich jetzt gerade mitgetroffen. Treiben wir mal Namora voran. Nein, Neustart. Das letzte Mal habe ich es wirklich geschafft damit, dass ich einfach mit allen durchgeprescht bin. Und Namora ist eigentlich hinterhergerannt. Es ist blöd, dass man sie nicht in die Gruppe aufnehmen kann, sondern man sie so steuert, dass sie KI gesteuert ist. Ja, bitte? Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Nun. Komm schon. So. Und weiter. Was gibt's? Ja? Machen wir es mal hier. Ein bisschen den Weg frei. Jetzt brauche ich Tungdil, wenn ich ihn finde. Mhm. Auf den Weg. Für Frakas. Sofort. Einverstanden. Und weiter. Sofort. Zu mir. Ich brauche Unterstützung. Tour. Ziehen wir mal König Gandugar da raus. So, und jetzt nicht nach... Nicht kämpfen, Namora! Okay, jetzt wird mir das doch zu viel. Was gibt's? Ergibt Sinn. Ach komm, Namora. Hör auf zu kämpfen und beweg dich einfach. Und weiter. Sofort. Einverstanden. Kurz ausruhen. Ah, Gott sei Dank. Auch wenn Boeing da gerade gefallen ist. Meister, Sie haben den Belagerungsturm zerstört. Andukai! Ihr könnt nichts gegen sie ausrichten. Ich kümmere mich selbst um sie. Meister, Vorsicht! Ich hole die Axt!
Ja, jetzt sind wir mit Tungtil alleine. Den Schwinger wechsle ich aus bestimmten Gründen mal zum Schmiedearm. So, Axt haben wir. Möchtest du diese Axt, Bruder? Ich bin nicht dein Bruder, Verräter. Wir sind beide gleich, Tungtil. Wir sind beide Kinder Lorimbors. Dritte! Ich bin nicht wie du. Du hast die Tore Ogatots geöffnet. Du hast Zwerge ermordet. Ich bin kein Dritter. Ich bin ein Vierter. Nicht wie ich? Es ist unsere Bestimmung, uns an den anderen zu rächen, Tungtil. Und in Nordan haben wir endlich jemanden gefunden, der die anderen Stämme für uns beseitigen kann. Du hast das geborgene Land in die Hände des Bösen gegeben, nur um... Nein, nicht nur, sondern genau deswegen. Unsere Bestimmung endlich zu erfüllen, wie es unser Stamm seit tausenden von Zyklen versucht. Genug, du bist völlig verblendet. Ja. Jetzt müssen wir Bislipur töten. Abscheuliche Kreatur! Ja, erstmal wurde Tungtil gerade umgehauen. Und weiter! Schluss damit! Abscheuliche Kreatur! Stirb endlich! Ich hätte mehr Widerstand erwartet! Ein Moment Geduld! Ja, und sein Trinket geht irgendwie nicht richtig. Einverstanden. Auf den Weg. Ja, die Orks. Willkommen in der Zukunft. Ich hab nicht mal ernst gemacht. Sind im Weg. Und das war's mit Bislipur. Für uns beide gibt es kein größeres Ziel, als die anderen Stämme zu vernichten. Wenn sie nicht mehr sind, dann gehören uns alle Gebirge. Rede nicht, als würde es mich betreffen. Ich bin ausgezogen, um Nordon aufzuhalten und die Zwergenstämme und das geborgene Land zu retten. Und genau das werde ich tun. Ich kann kein Dritter sein. Doch, du bist einer von uns. Ich saß sofort im Thronsaal der Zweiten. Wie hast du in so kurzer Zeit so gut kämpfen gelernt, wenn es dir nicht in die Wiege gelegt wurde? Lausche in dich hinein. Du wirst die Wahrheit erkennen. Ja, doppelte Tonspur. Bei Frakas. Wenn du mich tötest, wirst du das geborgene Land vernichten. Ihr könnt die Gefahr aus dem Westen nicht aufhalten. Nur ich kann das. Darum vereine ich das geborgene Land. Du hast das geborgene Land nicht unter dir vereint. Es hat sich gegen dich vereint. Dein Schrecken endet hier und heute. Hm? Ja, er hat verstanden. Ein paar zu viele getötet. So. Wow. Ist unser. Sofort. Ein gutes Training. Für Frakas. Des geborgenen Landes wird auf deinen Schultern lasten. Du musst mich leben lassen. Nein, wir beschützen das geborgene Land selbst. So, wie wir es immer getan haben. Ja. Dämon besiegt, alles ist weiß. Und ich dachte gerade schon, das Spiel hat sich aufgehängt. Das hätte es jetzt noch gebracht am Schluss. Dies ist ein Tag der Hoffnung und der Zuversicht.
Nord-On ist vernichtet. Und damit ist die Macht des Toten Landes gebrochen. Das gelang uns nur, weil die Menschen, Elben und Zwergenstämme ihren Hass vergaßen und zueinander standen. Kann es ein besseres Zeichen dafür geben, unsere Feindschaften zu begraben? Wir haben das geborgene Land beschützt. Nun muss der Hass vollends aus unseren Herzen weichen. Von heute an schreiben wir die Chroniken des Friedens, der Anteilnahme und der Freundschaft. Und da steht der Zwerg, dem wir alle wohl am meisten zu danken haben. Tungdil Goldhand. Wo ist er denn? Du kannst stolz auf dich sein. Stolz? Dass ich ein Dritter bin? Du hast uns alle gerettet. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Nur was du getan hast, zählt. Denkst du, es könnte ein Funken Wahrheit in Nord-Ons Worten gesteckt haben? Die Gefahr aus dem Westen. Mit dir an meiner Seite fürchte ich keine Gefahr, Valyndis. Ja, euch rumknutschen sehen wollen wir nicht. Ich muss dringend die Bücher weiterlesen. We share our memories clear and bright. We walk as one, our lines are bound together. We share fate, we share one fate. We share fate. Ja, und da sind wir den Credits, die recht cool gemacht sind. Weil da latschen jetzt Gegner mit Namen von den Entwicklern durchs Feld. Gut, das war die Story von Die Zwerge. Jedenfalls war das der erste Band von Die Zwerge als Spiel, mehr oder weniger. Es wurde halt die ganze Zeit nur die Haupthandlung gezeigt, was ich etwas schade fand. Denn es gab viele, ziemlich viele coole Nebenhandlungen, interessante Nebenhandlungen auch im Buch. Die hätten das Ganze ein bisschen länger gemacht, finde ich. Sie haben es ja sogar versucht, ganz am Anfang. Gab es ja eine Cutscene mit Ludin und Lord Ionan. Das war aber eigentlich die einzige Cutscene außerhalb des Hauptstrangs. Also ohne Tungdil. Und natürlich halt der Prolog. Aber ja, im Großen und Ganzen fand ich, dass das ein ziemlich schönes Spiel war. Hatte halt seine Macken, wie man jetzt zum Schluss hin noch gesehen hatte, mit den überlagerten Sprechspuren von manchen Charakteren und dem Erzähler auch. Und dass die Kampfsteuerung manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, gerade was die Reichweite von Fähigkeiten angeht und dass man Gegner durch die Gegend schiebt, aber man gewöhnt sich dran. Ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Ich mag das Spiel, ich mag die Bücher. Ich sollte sie endlich mal weiterlesen, muss ich zugeben. Ich habe nämlich bis jetzt auch nur das erste gelesen. Und bin gespannt, was mit dem Meteor, den man jetzt gerade am Schluss gesehen hat, auf sich hat. Der spielt nämlich eine Rolle ab dem zweiten Buch. So viel weiß ich. Ja.
Ich hoffe wie immer natürlich, euch hat das Projekt gefallen und ihr hattet Spaß daran zuzusehen, wie die Zwerge ordentlich kämpfen. Vor allem Boindil Schweineschnauzen abmuchst. Ja, am Schluss ist halt rausgekommen, dass Tongdil ein Dritter ist, so wie Bislipur auch. Und dass es die ganze Zeit halt Bislipur war, der hier die Scheiße verursacht hat. Bislipur und Nord-On. Das Hauptproblem waren also halt wirklich die Dritten. Ohne die hätte es das Böse niemals ins geborgene Land geschafft. Also sie hätten es niemals geschafft, die Fünften zu vergiften und den steinernen Torweg zu öffnen. Nun gut. Ich sehe gerade, jetzt kommen die Kickstarter Bakers. Das können wir im Großen und Ganzen überspringen. Wenn es überspringen gehen würde. Weil es gab so viele 1000 Baker für das Spiel, dass das hier jetzt ewig laufen würde. Also ich habe, glaube ich, damals eine Viertelstunde gewartet, das erste Mal, bis ich keinen Bock mehr hatte und abgebrochen habe. Weil es sind einfach wirklich viele Baker. Und so viele kommen gar nicht übers Bild gerannt, wie hier aufgezählt werden. Ich weiß halt nicht, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Bakern ist, also den Orks und Ogern da, ob das random ist oder ob das je nachdem ist, was sie gespendet haben für das Spiel. Ja, wie gesagt, es sind viele, wie man sehen kann, wie viele hier schon allein über die Karte rennen. Und ja, da sich die Musik geändert hat, würde ich sagen, Hauptmenü. Das Spiel haben wir geschafft. Ich werde noch eine Aufnahmesession hinten dran hängen, um mir mal mit euch zusammen diese Herausforderung hier anzugucken. Gibt es ja 6 Stück. Mit 2 Helden, mit 4 Helden. Horde-Modus, Zeitherausforderung, Jagd und... Ja, Jagd. Also ich nehme mal an, Horde-Modus heißt, man muss eine bestimmte Anzahl an Gegnern bekämpfen. Zeitherausforderung ist wahrscheinlich in einer bestimmten Zeit irgendwas bekämpfen. Oder eine bestimmte Zeit überleben. Jagdherausforderung ist wahrscheinlich einen besonders starken Gegner zu töten, wie zum Beispiel Sintoras jetzt in der Kampagne. Ah, das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Also. Mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Bis bald dann.